Mulholland Drive, Schloss aus Glas, King Kong, 21 Gramm. Ich habe alle diese Filme im Kino gesehen. Unvergessliche Meisterwerke. Und an all diesen Filmen spielte die Hauptrolle Naomi Watts. Aber ich habe das erst gemerkt, so nach 15, 20 Minuten. Ich dachte, oh mein Gott, das ist Naomi Watts. Ich habe sie nicht erkannt. Also wenn es so ist, dass das völlige Verschwinden in einer Person hinter einer Figur ein Beweis ist für große Schauspielkunst, und ich denke, das ist es, dann ist diese walisische Schauspielerin zum Teufel noch mal ein verdammter Könner. Längst ein Weltstar. Längst ein Weltstar, wird sie, wie sie selbst erleichtert feststellt, dennoch oft oder meistens nicht erkannt auf dem Kinderspielplatz oder im Supermarkt. Gratuliere. Sie gibt alles in der Arbeit, sie kämpft, sie lässt auch den Schmerz zu, sie fordert, ein Künstler muss leiden, und das immer wieder und wieder. Es gibt aber ein langes und heiteres Gespräch, das ich entdeckt habe auf YouTube, mit ihr und David Lynch. Und da erinnert sie sich an ihre schwierigen Zeiten. Sie hatte schon 10 Jahre lang erfolglos, mehr oder weniger erfolglos, in Los Angeles gekämpft. Die Auditions waren 5-Minuten-Gespräche. Ohne Händeschütteln, kein Augenkontakt, kein Blickkontakt, kein Kennenlernen, kein Interesse. Sie wusste nicht mehr, was die Menschen in ihr sahen oder von ihr wollten. Soll ich schüchtern sein, leise, sexy, smart? Und in diesen Jahren baute sie nach dieser Zeit der Zurückweisung auch Fassaden auf. Und plötzlich dann ein Treffen, ein Meeting mit David Lynch. Oh mein Gott, David Lynch! Er sah sie an, er stellte Fragen, er stellte eine Atmosphäre von Ruhe und Vertrauen her. Und er gab ihr dann die Hauptrolle in Mulholland Drive, eine Doppelrolle, in der sie eine Schauspielerin spielt, die in Los Angeles Arbeit sucht. Berlin, 8 Jahre später. In Tom Tykwer's The International sitzen wir uns 2 lange Nächte an einem großen, riesigen, polierten Tisch gegenüber. Es war sehr still und konzentriert am Set, obwohl mehr als 200 Menschen um uns herum arbeiteten. Dein Sohn war gerade geboren. Du wurdest sicher an vielen Orten gleichzeitig gebraucht. Aber du bliebst freundlich und entspannt. Und wie ich mich jetzt daran erinnere, fällt mir dieses Gespräch mit David Lynch wieder ein. Und ja, dein Glück, ihn getroffen zu haben, und deine Dankbarkeit. Ich habe Kontakt zu David Lynch aufgenommen. Und tatsächlich, nach 2 Tagen schon, hatte ich eine Nachricht von ihm für dich aus Los Angeles. Und er schreibt Folgendes. Dear Buttercup, congratulations to you for being the herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis heute Abend. Du bist sicher eine der größten Schauspielerinnen der Welt. And a great Vor allem human aber bist du ein toller Mensch. Love ich you liebe dich. From David. Meine Damen und Herren, mehr kann man zu dieser zärtlichen Liebeserklärung eigentlich nicht mehr sagen, außer es folgen noch ein paar bewegte Bilder.